Alles im Blick. Die BMW Advanced Car i3 Pro bietet Aufnahmen von zusätzlichen vorderen und hinteren Fahrzeugkameras. Fachgerecht eingebaut von Ihrem BMW-Händler. Los geht's. Starten Sie Ihr Fahrzeug, um das Display einzuschalten. Oder drücken Sie den Power-Button an der Frontkamera. Tippen Sie auf das Home-Symbol am Touchscreen, um ins Menü zu kommen. Hier können Sie das Kamerabild, Aufnahmeeinstellungen, das Display oder die Tonlautstärke anpassen. Für eine noch komfortablere Steuerung nutzen Sie die Advanced Car i3 Mobile App. Mehr Details dazu sehen Sie in unserem anderen How-To-Video. Während der Fahrt kann Ihre Advanced Car i Pro Kamera den Verkehr vor und hinter Ihnen aufzeichnen, durchgehend in einem einminütigen Zeitfenster. Wenn Sie in den Aufnahmeeinstellungen die Option Nur G-Sensor wählen, werden die Kameras nur bei Fahrzeugaufprall ausgelöst. Solche Ereignisse werden von 10 Sekunden davor bis 50 Sekunden nach dem Aufprall aufgezeichnet. Passen Sie die Empfindlichkeit des integrierten G-Sensors an, um auf leichte oder schwere Stöße zu reagieren. Im Parkmodus können die Advanced Car i3 Pro Kameras ebenfalls aktiviert werden und automatisch aufzeichnen. Dies kann durch Aufprall von außen getriggert werden oder wenn die Kamerasensoren Bewegungen in der Nähe des Fahrzeugs erkennen. Natürlich ist die Empfindlichkeit beider Sensoren auch einstellbar. Jetzt übernehmen Sie die Regie. Starten Sie die Aufnahme durch Drücken der Rec-Taste auf der Frontkamera, in der App oder per Sprachbefehl. Hi Kamera! Video speichern. Ihre Aufnahmen werden auf der SD-Karte in der Frontkamera gespeichert und können auf Ihrem Smartphone oder Display angezeigt und archiviert werden. Nehmen Sie die SD-Karte heraus, um die Videodateien auf einem anderen Gerät zu bearbeiten. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.